dieses Spiel holt mich so dermaßen ab. Okay. Krasser Wechsel. Amazonas, Peru. Na, da habt ihr ja euer Flugzeug. Ich denke, dass wir nach einem Vulkan Ausschau halten müssen. Die Silberkrone ist wahrscheinlich ein Wolkenband. Die ganze Zeit muss ich an diese Menschen denken. Sie haben alles verloren. Das Rätsel lautet: Oh, Mädel. Verfolge das Schlangenherz bis zum Berg mit der silbernen Krone, wo die Zwillinge sich finden. Du bist so doof. Ich frag mich, was die Zwillinge sind. Der Sturm sieht übel aus. Es ist nur ein bisschen Regen. Wir konzentrieren uns auf den Berg mit Wolken. Ein Berg mit Wolken. Wenn wir ihn finden, woher wissen wir, dass er es ist? Bauchgefühl, denke ich. Andere Hinweise haben wir nicht. Der Wandmalerei nach kommen noch mehr Katastrophen. Am besten helfen wir den Menschen, wenn wir die Katastrophen und Trinity aufhalten. Okay. Hat die kein Mitleid? Aber können wir ganz sicher sein? Jonah, während ich vorhin den Dolch in der Hand hielt... Du meinst das Beben vor dem Tsunami? Mehr als das. Es schien mir, als hätte ich etwas erweckt. Mhm. Ich weiß, das klingt völlig unrealistisch und ist schwer zu glauben, aber ich bitte dich, mir zu vertrauen. Warte mal, das Wandgemälde. Das erste war ein Tsunami. Wir müssen einander vertrauen. Dann der Sturm, Erdbeben, Vulkan, ja. Und das ist wahrscheinlich der Sturm. Ich lache mich kaputt. Ey, bitte nicht. Hey. Ich brauche eine Ruhephase. Du misst vielleicht was. Wirklich? Das war gerade echt Stress pur. Aber geiler Stress. Was ist das? Der Sturm gefällt mir nicht. Ach, dann stürzen Versuchen die jetzt mit dem Flugzeug ab. Dann sind wir wieder an dem Punkt angelangt, wo das Trinity Spiel begonnen hat. Würde sich davon hat. Auch nicht abhalten lassen. Oder? Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Ich glaube schon. Miguel, kannst du irgendwo lang? Ja, ich kann euch bei Kovac-Jakku absetzen. Dann los. Wobei ich sagen muss, der Jonah hat mir wirklich in Rise of the Tomb Raider besser gefallen. Oh Mann, wenn das mal nicht der Sturm ist. Festhalten, es wird ein bisschen wackelig. Ja. Okay, das wird die Szene vom Beginn des Spiels. Nette Hagel, ja? Ah, genau. Okay, die haben es zusammengefasst. Ich dachte, wir würden es jetzt nochmal von vorne sehen, aber das ist okay so. Das ist gut so. Jetzt sind wir also da angelangt, wo wir gestartet sind. Mit dem kleinen Rückblick auf diese verborgene Pyramide und den Tsunami. Absolut geil. Oh, das klingt... Echt, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Okay. Jurassic Park 3? Echt jetzt? Jetzt kommt gleich so ein Velociraptor. Oha. Nicht gut. Boah, hoffentlich ist der Jonah nicht tot. Das finde ich so kacke. Okay, ich hoffe, die sind lieb. Das würde ich nicht tun. Okay, Matsche, das ist ja weich gefallen. Sieht gut aus. Schützt gegen stechende Viecher. Und kühlt. Ich weiß nicht, wie warm das ist, aber hey. Man kann jetzt sich auch schönreden, ne? Harte Landung. Nach Überlebenden suchen.
Okay, ein Foto von Dr. Dominguez. Das sind Affen. Ist hier irgendwas in der Pilotenkanzel? Nein. Ist natürlich nicht so schön, ne? So, dann gucken wir mal. Ich schätze mal, wir werden hier wieder nicht großartig rumlatschen können in der Wildnis. Was war das? Vögel und... Ja, hier ist alles sehr begrenzt. Miguel! Ihr lieben Primaten, ich hoffe, ihr seid uns wohl... gesonnen, wohlgesinnt. Ihr geht uns nicht auf den Sack, so. Okay, hier sollen wir hin. Ey, du bleibst in deinem Tanzbereich und ich bleib in meinem Tanzbereich, ja? Ist das in Ordnung für dich? Ah, sehr schön. Heilpflanzen. Das könnte ich gebrauchen. Das glaube ich auch. Gehen wir hier lang. Boah, ich erschrecke mich immer. Was ist das für Affen? Zeig die doch mal. Na toll, jetzt hocken wir hier am Amazonas in Peru. Da wollten wir ja schon immer mal hin, Hüstel, Hüstel. Das bewahre ich für später auf. Das ist immer eine gute Idee und klingt sehr nach einer Frau. Jonah! Also wenn Jonah tot ist, ganz ehrlich, dann höre ich sofort mit dem Spiel auf. Hallo? Jemand da? Wenn jetzt einer Ja sagt, dann würde ich mich wundern. Wunderblume, Stängel und Blütenblätter einer gelbblühenden Pflanze verbessern die Konzentration. Ah, dann ist das bestimmt für diese Wahrnehmungspflanzen oder so. Wir gehen hier ran. Gemütlich ist es hier ja gar nicht mal. Bleibt mir ja von der Pelle. Ich tue euch nichts, ihr tut mir nichts. Ja, hier war eine Pflanze. Wo sind sie? Ich muss sie finden. Okay. Nee, hier kann man nicht hoch. Okay. Ach, was ist Peru schön. Ach, jetzt läuft sie selbst. Der Berg mit Silberkrone. Ich bin fast da. Ah, sehr schön. Die Frage ist, ist das jetzt Jonah oder dieser komische Pilot, Miguel? Wen sollten wir nochmal suchen, Miguel oder Jonah? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ach so. Haben wir jetzt wieder die Kontrolle, ja? Harte Landung. Auf das Leuchtsignal zu bewegen. Das war in die Richtung. Blöd, dass man keinen Kompass hat. So, erst nochmal alles hier gucken, ne? Oh, das war ja schön. Was will ich nochmal sehen? Kann ich die abschießen? Oh, wir haben ja gar keine Waffen mehr. Holster ist auch leer. Ja, toll. Schöne Gegend. Ja. Okay. Bin ich ja jetzt gar nicht so begeistert, hä? Ah. Pass doch mal auf, du dummer Vogel, du. Brüllaffen. Mal gucken. Bin gespannt. Ah, Federn für Pfeile. Sehr schön. Federn. Benutzen Sie Federn, um Pfeile und Outfits herzustellen. Okay.
Tab vielmehr. Ach, Tab ist Überlebensguide. Ah, herstellen. Oh, wie cool. Da wird angezeigt, wie viel wir haben. Wovon? Von der Maximalmenge. Guck mal, wo sind Pfeile? Pfeile, Pfeile, Pfeile. Pfeile. Kampf. Ach, das ist alles mal so ein bisschen hergestellt. Nicht hergestellt, dargestellt. Okay. Gold, Erz. Das heißt, wir können Erz abbauen. Überleben, Seilbarrieren. Ja, schön. Es wäre cool, wenn ihr dann hier und da auch noch die entsprechenden Tasten anzeigen würdet. Artefakte. 50% Laras Notebook, Exodus 42%, was auch immer das bedeutet, sind wahrscheinlich Sachen, die wir finden müssen. Sind das die Geheimnisse? Artefakte, Nebenmission. Haben wir keine Herausforderungen? Peruanischer Dschungel. Ah, okay, da haben wir so ein bisschen die Statistiken. Wir sind ja neu hier, also nee, alles gut. Alles gut. Wir haben natürlich noch nichts von irgendwas. Dann jetzt auf Escape, ne? 3.300 Goldstücke. Okay, wir könnten die Karte vergrößern, verkleinern. Hier sehen wir jetzt einen Kompass. Blöd, dass wir in-game keinen haben. Ich würde mal sagen, wir speichern eben kurz. Trauschau keinem. 4% schon. Schon ist gut. So, okay. Boah, komme ich echt darüber? Oh Mann. Was ist denn das da hinten? Das sieht ein bisschen seltsam aus. Ich will ja nichts sagen, aber... was ist das? Das ist wahrscheinlich falsch dargestellt, oder? Wir springen einfach mal. Nein. Hui. Also knapper hätte es jetzt auch nicht sein dürfen. So, jetzt will ich ja wissen, was das ist. Es ist immer noch gelb angezeigt. Das sieht aus wie ein Vogel da drüber. Echt, haben die so lange... Ach, dann sind das die, die hier rumfliegen. Ah, okay. Strange, aber... Okay. Ja, zwischendurch muss ich Screenshots machen. Weißt du Bescheid, ne? Für die Thumbnails und so. Gehen wir mal hier hin. Brüllaffen. Ha! Ich wusste es! Brüllaffen! Hat sich das Biostudium doch ein wenig bewährt. Aber ich kann nicht auf sie schießen. Das finde ich ein bisschen doofkes. So, wo muss ich. Na gut, wir werden hier ziemlich. Lasst mich ja in Ruhe. Okay, das ist irgendwie cool. Lasst mich ja in Ruhe. Du guck nicht so doof. Was guckst du? Ah, nicht übersehen. Federn. Wo muss ich jetzt lang? Federn? Ah, okay. Das kommt mir bekannt vor. Hui! Oh! Matschbanada! Wäre ja ziemlich doof, wenn sie jetzt versinken würde. Okay. Da vorne ist... Ein Feuer. Hier muss jemand sein. Oh! Hallo? Jonah! Ah! Miguel! Ein Camp! Hört mich jemand? Ey, die gehen mir auf den Senkel. Ja, ein Basislager. Juhu. Cool. So, Logbuch. Tab. Das ist das Logbuch unseres Flugzeugs. Miguel hatte sich Notizen über die langfristige Wettervorhersage gemacht. Die nächsten 3 Tage sollten heiß und trocken werden, mit Höchstwerten um die 30 Grad, klarem Himmel und wenn überhaupt nur leichtem Regen.
Angesichts seiner restlichen Einträge hätte Miguel uns niemals hergeflogen, wenn die Wahrscheinlichkeit eines schweren Unwetters bei über 50% gelegen hätte. Aber es waren keine Unwetter vorhergesagt, geschweige denn schwere. Tja, herauszoomen, heranzoomen, gucken wir mal, was sagt uns denn das Buch? Kann ich es bewegen? Ja. Del tiempo está claro. Sollen er wohl sein, ja, pro. Dulce espera turbulencia. Also inhaltlich würde ich mal sagen, das bedeutet so viel wie, dass das Wetter klar sein soll. Vorausgesagt, dass es klar sein soll und dass keine Turbulenzen zu erwarten sind. Und das sind Passagiere. Kann ich nicht wirklich erkennen? Pilot Frio. Frio klingt nicht nach Miguel. Okay. Maschinentyp ist klar. Wobei, das sind zwei verschiedene. Wie kann denn das Log... Hä? Okay. Nichts davon liest sich wie Dominguez. Time. 15 Uhr. 20 Uhr. Course. Steht da Madrid? Also, dass da zwei Seiten fehlen, das kommt mir natürlich ein wenig spanisch oder peruanisch vor, wie man es sehen will. Naja, gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ich speichere einfach selber. Ich gehe mal davon aus, dass der 8% schon... Das war aber jetzt ein ziemlicher Schritt. Dass er jetzt selber gemacht hat. Oh, das nehmen wir mal kurz. Prinzipiell halte ich es bei Lara Croft und Tomb Raider immer so. Ah, okay. Aber hier. Wie? Was? Was bist du denn? Bist du ein Wapiti? Echt, sind hier Wapitis? Wasserschweinchen. Die großen Verwandten von den Meerschweinchen. Ich glaube, das sind die weltgrößten Nagetiere. Wenn ich nicht das so richtig im Kopf habe. Aber wir gucken mal hier rein. Vielleicht können wir jetzt endlich mal was herstellen. Ich hätte nicht gedacht, dass der Sturm so heftig wird. Okay. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf Jonah hören sollen. Ja, das solltest du, meine Liebe. Ich hätte den Dolch niemals nehmen dürfen. Auch das. Ich hoffe, dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes Dorf zerstört wurde. Na, du bist ja lustig, ey. Ich muss diese Katastrophen stoppen, bevor es zu spät ist. Kannst du jetzt mal die Gosch halten? Ich will hier gerade mit meinen Zuschauern reden. Mädel, du bist so einfühlsam wie ein Stück Brot. Und zwar geröstetes Toastbrot. So, jetzt gucken wir mal in die Fähigkeiten rein. Fähigkeiten Sucher, verbessertes Erkundungs- und Beobachtungsfähigkeiten. Krieger verbessert ihr Kampf- und Waffengeschick. Und Sammler verbessert ihre Heimlichkeit und Herstellungsfähigkeiten. Okay, was davon ist jetzt was? Ihr seid ja lustig. Also Sucher nehme ich mal an, ist das Auge. Krieger, denke ich mal, klar, ist die Waffe. Dann muss das grüne Sammler sein. Fähigkeiten freischalten. Wählen Sie Fähigkeiten aus einer blauen, roten oder grünen Box aus. Fähigkeiten mit weißem Rand wurden bereits gekauft und gemeistert. Dunkle Boxen werden freigeschaltet, wenn eine angrenzende Fähigkeit gekauft wird. Manche Fähigkeiten werden in der Welt gefunden und sind nicht käuflich. Okay. Okay, also die dunklen Boxen sind dargestellt. Die kann man nicht nehmen. Okay, da sind ja auch Schlüssel. Die weiße hat man und die, die vollfarbig hinterlegt sind, nehme ich an, die sind frei oder wie oder was? Oder warum? Oder? Wir haben schon 4 Fähigkeitspunkte. Blau ist Sucher, Krieger, Sammler. Das sind nur die, okay. Gut, alles hier, das ist verschlossen. Die dunklen sind nicht kaufbar, glaube ich, war das. Das heißt, die kann ich jetzt nehmen. Die nicht? Die und die und die und die. Okay, was haben wir denn zur Auswahl? Herzensbrecher. Sehen Sie die Herzen großer Tiere mit Überlebensinstinkt? Herztreffer verursachen massiven Schaden. Nö. Erhalten Sie die Fähigkeit, Pfeilgift und Toxin von Spinnen und Käfern zu sammeln. Provisorisches Messer zum Sammeln benötigt. Schritt des Huazin.
Sprünge, Landungen und Stürze sind leiser. Oder Blick des Adlers. Sehen Sie Artefakte, Monolithen, Archivarkarten, Forschertaschen und Schatztruhen mit Überlebensinstinkt. Oh, das ist cool. Okay, aber wir gucken erstmal. Erholung des Pumas. Erhöht die Zeit des genauen Zählens bei aufgeladenen Schüssen. Das ist auch nicht schlecht. Bedrohung des Fuchses. Das Zielen auf den Kopf eines Feindes aktiviert die Kopftreffer-Zielunterstützung. What? Gab es das schon bei Rise of the Tomb Raider? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Fall des Fuchses. Reduziert erlittenen Schaden von tiefen Stürzen. Drücken Sie C beim Aufprall, um zu rollen und keinen Schaden zu erleiden. Ja, leck mich am Arsch, das vergesse ich doch sowieso dann. Eile des Affen. Sie fallen nie, wenn Sie nach Kanten greifen. Schnellere Reaktionszeit bei Fallen und im Kampf mit Feinden. Das ist auch nicht schlecht. Schlag der Schlange. Führen Sie lautlos Kills durch, ohne Alarm auszulösen. Ja, das sollte man ja eigentlich sowieso, aber Eile des Kaiman. Sie können schneller schwimmen. Umarmung der Boa. Automatisches Plündern von Feinden nach lautlos... Okay, das ist gut. Wo war das? Das auf jeden Fall will ich haben. Ja, das hat jetzt einen gekostet. 3 haben wir noch. Oh, da ist jetzt was frei geworden. Liste der Kree. Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkt. Ah, okay, das ist gut. Weisheit der Eule. Sehen Sie Herausforderungsobjekte mit Überlebensinstinkt. Oh, das ist auch gut. Ja, 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 ja. Aber das sind dann, was kriege ich in freie Sicht? Halten länger an, nachdem sie sich bewegt auf der Schwierigkeitsstufe 1 mit dem Dschungel. Okay, das sind. Ach, das kostet schon 2 Fähigkeitspunkte. Was nehmen wir denn? Fallen? Ja, ich nehme lieber Fallen. Ja, Fallen sind gut. List der Krähe. Verbesserte Überlebensinstinkte lassen Fallen in der Nähe automatisch leuchten. Sehr schön. Einen haben wir noch. Wollen wir den sparen oder geben wir den aus? Anmut der Krähe. Erzielen Sie durch Feilschen bessere Preise bei den Händlern? Okay, da brauche ich noch nicht. Das ist nicht so. Sicht der Eule. Ist hier bei den Einsern noch irgendwas bei, was ich haben will? Leiser. Automatisches Plündern nach Lautlos-Kills. Schneller schwimmen. Da war doch irgendwas mit Reaktionsfähigkeit, ne? Sie fallen nie. Warte mal, schnelle Reaktion soll bei Fallen und im Kampf mit Feinden. Oder halt das. Eine längere Zeit zum Anvisieren. Boah, das ist aber jetzt echt schwer. Das ist echt schwer. Okay, wollen wir länger zielen oder wollen wir schnellere Reaktionszeiten? Was kommt denn dann noch? Setzen Sie ausgefechtet die Aussicht in der Kontern. Da stelle ich mich doof an, das weiß ich jetzt schon. Und da haben wir, Sie spannen Ihren Bogen schneller und verkürzen die Zeit dazwischen. Boah, das klingt aber nicht so. Wird die Menge an menschengemachten Herstellungsrüstung, die aus jeder Quelle erhalten? Wird schon seltene Tiere. Seltene Tiere? Was habe ich denn von seltenen Tieren? Okay, da, was bedeutet das, seltene Tiere? Lockpfeile? Lockfallen? Überreste-Outfits? Weniger Ressourcen, okay. Unter Wasser die Luft länger anhalten. Okay, das heißt, eins von den beiden muss ich dann lernen. Lauter Skills ohne Alarm oder schneller schwimmen? Boah, das ist aber jetzt eine ganz doofe. Also, das. Ich nehme das. Ich weiß nicht, ob ich es bereuen werde, aber ich nehme es jetzt einfach. So, damit haben wir jetzt alle Punkte vergeben erstmal. So. Toll. Und jetzt kann ich immer noch nichts herstellen, oder wie? Was ist denn das jetzt für eine Kacke?